Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Audio Select. Eines der beliebtesten Audiosysteme, nicht nur im Audio Select Store in Dortmund, sind die Audiosysteme von KEV. Und alle, die noch wenig Berührung mit KEV haben, die werden sich jetzt vielleicht fragen, warum sprechen wir denn von Systemen bei einzelnen Lautsprechern? Naja, die Antwort liegt darin begründet, dass in den Dingern eben mehr steckt als nur Lautsprecher. Aktive Lautsprecher ist das Stichwort. Im Gegensatz zum passiven Lautsprecher wird nämlich kein externer Verstärker benötigt. Bei einem passiven System kommen alle Anschlüsse wie HDMI, optische Audiokabel und so weiter erstmal beim Verstärker an. Weitere Lautsprecherkabel laufen dann ebenfalls zum Verstärker bzw. zu den Lautsprechern, je nachdem, wie man es eben sieht. Das hat zwar den Vorteil der Flexibilität, wenn man gerne ganz bestimmte Verstärker nutzen möchte, steht aber auch der Kompaktheit und einem möglichst kabelfreien Wohnzimmer im Weg. Die LS-Reihe von KEV ist das genaue Gegenstück dazu. Die aktiven Lautsprecher haben bereits einen hochwertigen Verstärker integriert, samt umfangreicher Anschlussmöglichkeiten. Und bevor wir zu den Anschlüssen kommen, nochmal eins vorweg. Denn bei passiven Lautsprechern ist es ja genau das Ding, den passenden Verstärker zu finden. Und wir wissen, was es heißt, den ausfindig zu machen. Und bei aktiven Modellen haben wir halt eben den Vorteil, dass eben der Hersteller bereits im Vorfeld die besten Komponenten zusammengeführt hat. Und so ist es auch bei der LS-Reihe. Hier haben wir den bestmöglichen Verstärker von KEV in den Lautsprechern integriert. Und das kann eine Menge Kopfschmerzen ersparen. Die Lautsprecher müssen also lediglich an den Strom angeschlossen und mit dem jeweiligen Quellgerät verbunden werden. So geht beispielsweise direkt ein HDMI-A-Kabel von eurem Fernseher in einen LS-Speaker und fertig. Alternativ kann das Quellgerät auch ein Smartphone und somit komplett kabellos sein. Im heutigen Video schauen wir uns die LS-Reihe mal genauer an und stellen euch alle drei Modelle vor. Also die LSX2, die LS50 Wireless 2 und der neueste Zuwachs, die LS60 Wireless. Und da die Serie verschiedene Budgets abdeckt, ist auch für die meisten etwas mit dabei. Beginnen wir mal mit den LSX2. Das ist der kompakteste Lautsprecher aus der LS-Serie. Lasst euch hiervon aber nicht blenden, denn wir sprechen trotzdem von High-Fidelity-Klang, 70 Watt pro Lautsprecher bzw. pro Mittel- oder Tieftöner. Der Hochtöner schafft 30 Watt, also pro Lautsprecher. Insgesamt kommen wir auf 102 Dezibel bei einem Abstand von einem Meter. Werfen wir jetzt aber nochmal einen Blick auf die Lautsprecher selbst und damit die Anschlüsse, denn trotz ihrer Kompaktheit wollen die LSX2 lieber kleckern statt klotzen und kommen mit einigen Anschlüssen daher. HDMI ARC, das ist der Anschluss zum Schauen von Film- und Live-Konzerten auf eurem Fernseher. Alternativ kann auch der verlustarme optische Eingang genutzt werden, wenn es kein Dolby Digital Plus oder beispielsweise Dolby Atmos benötigt. Wer sein Notebook anschließen will, kann das ebenfalls über USB-C machen. Ein Netzwerkanschluss für kabelgebundenes Internet ist ebenfalls vorhanden. Natürlich kann auch ein Subwoofer-Kabel angeschlossen werden. Möglich wäre aber beispielsweise auch die Verbindung mit einem KC62, also einem kabellosen Subwoofer. Und damit schafft KEV etwas, was viele Smartphone-Hersteller beispielsweise nicht schaffen, nämlich kleinere Geräte nicht im Funktionsumfang zu beschneiden, nur aufgrund ihrer Kompaktheit. Man will eben kleineres Gerät, aber hat hier trotzdem alle wichtigen Anschlüsse, wie auch bei den großen Modellen. Aber damit ist nicht Schluss. Auch was die Streaming-Protokolle angeht, liegen die LSX2 gleich auf. Alle Speaker der LS-Reihe haben Zugang zu verschiedenen Protokollen und Anbietern. Also egal ob AirPlay 2, Google Chromecast, Rune Ready, Bluetooth 4.2 oder Universal Plug and Play, alles machbar. Über die neue und deutlich stabilere KEV Connect App lassen sich dann auch direkt Streaming-Anbieter ansteuern. Und auch hier bieten bereits die LSX2 Zugang zu Spotify, Tidal, Amazon Music, Qbuzz, Deezer, QQ Music und natürlich Internetradio oder Podcasts. Der Funktionsumfang ist damit geklärt, und zwar eigentlich für alle Modelle. Aber was bieten mir dann jetzt größere Geräte? Die LS50 Wireless 2 bieten grundsätzlich erstmal mehr Volumen. Zum Einsatz kommt eine 25 mm belüftete Aluminiumkalotte als Hochtöner und eine 130 mm Aluminiummembran für Mittel- bzw. Tieftöner. Diese stehen im Vergleich zu einer 19 mm Kalotte bzw. einer 115 mm Membran bei den LSX2. Aber natürlich kommen die größeren Geschwister auch mit mehr Leistung. 760 Watt Gesamtleistung stehen 200 Watt Gesamtleistung der LSX gegenüber. Somit bieten sich die Lautsprecher auch für verschiedene Raumgrößen an. Die LSX beispielsweise eignen sich für Räume zwischen 5 und 40 Quadratmeter und finden so auch wunderbar Platz auf dem Schreibtisch. Die LS50 hingegen, die beschallen schon Räume bis zu 100 Quadratmeter. Auch
Auch die LS50 Wireless 2 bieten bis auf den USB-C-Anschluss die gleichen Eingänge wie die LSX2. Dafür kommt hier noch ein digitaler Coax-Anschluss zum Einsatz. Was die Treiber angeht, gefallen mir die bei den LS50-2 dann doch tatsächlich noch ein bisschen besser als beim kleinen Bruder. Noch nicht mal jetzt unbedingt, was die Technik angeht. Schließlich setzen auch die LS50 auf die UniQ-Technologie. Hierbei setzt sich der Treiber aus einem großen Mittel- bzw. Tieftöner und einem mittig darin platzierten belüfteten Hochtöner zusammen. Die meisten Cap-Speaker setzen auf diese Technik und sind fast in allen Modellen untergebracht. Bei den LS50 ist es aber das farbliche Absetzen des Treibers vom Gehäuse, was mir einfach noch besser gefällt. Zwar bieten die LSX auch die ebenfalls schicke Textiloberfläche nochmal zusätzlich an, doch die Farbkombinationen im größeren Modell sagen mir einfach irgendwie mehr zu. Auf jeden Fall sind die LS50 ganz schön schwer. Gute 20 Kilo wiegt ein Speaker. Allen Modellen ist auch diese Fernbedienung beigelegt. Das ist prinzipiell schon mal sehr nice, woanders zahlt man dafür extra. Allerdings muss man sagen, das Ding setzt noch auf Infrarot, Bluetooth oder WLAN wäre hier deutlich nicer gewesen. Kommen wir jetzt aber zum neuesten Mitglied der LS-Familie, den LS60 Wireless. Auch bei diesem Lautsprecherpaar handelt es sich natürlich um aktive Speaker. Externe Verstärker werden hier ebenso wenig benötigt wie ein Subwoofer, obwohl auch der sich theoretisch noch ergänzen lassen würde. Mit insgesamt 1400 Watt und einem Schalldruckpegel von 111 Dezibel bieten die LS60 die meiste Kraft. Sie sind auch die einzigen Lautsprecher der hier gezeigten, welche mit separaten Treibern ausgestattet sind. Also Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Aufgrund der deutlich schmaleren Bauweise findet sich am LS60 ein mit 19 mm etwas kleinerer Hochtöner mittig platziert im 100 mm Mitteltöner. An den Seiten sind dann eben die insgesamt 435 mm Tieftöner eingepflanzt. Und obwohl die LS60 das größte Modell in der LS-Reihe sind, sind sie für Standlautsprecher verhältnismäßig schmal. Gerade einmal 13 cm breit sind sie. Wenn man jetzt noch den Standfuß mit einrechnet, dann kommen sie unten auf 21 cm. Optisch nehmen sich die LS60 die etwas teureren Blade Meter zum Vorbild und sind mit rund 7.000 Euro etwas erschwinglicher als das 35.000 Euro Modell der Briten. Natürlich verfügen auch die LS60 über das gleiche umfangreiche Anschlussangebot der LS50, inklusive der Möglichkeit, einen externen Subwoofer nochmal zusätzlich anzuschließen, also pro Lautsprecher. Das klingt jetzt vielleicht noch etwas übertrieben, warum sollte man das bei den LS50 beispielsweise überhaupt tun, aber das Ganze hat auch seine Berechtigung. Auf der einen Seite erzeugen zwei Subwoofer natürlich mehr Schalldruck und so ist eben auch der Bass deutlich lauter. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, wird aber unter Umständen auch die Qualität des Basses deutlich gesteigert. Denn in jedem Raum herrscht eine sogenannte Raumresonanzfrequenz, bei der die vom Lautsprecher abgestrahlte Frequenz durch Objekte und Wände nochmals verstärkt wird. Dadurch kann der Bass beispielsweise hallend wirken. Ein zweiter Subwoofer kann diesen Frequenzen entgegenwirken und die Störgeräusche aufheben. Zusammengefasst sind die neuen LS60 das aktive Stereopaar für Audiophile, die keine Kompromisse eingehen möchten. Verarbeitung und Design sind auf einem sehr hohen Niveau, was jedoch für die gesamte LS-Reihe gilt. Verdeutlichen wollen wir euch das nochmal mit dem Wasserglas-Test. Hier beschallen wir gerade die LS60 mit einem extrem basslastigen Track auf enormer Lautstärke und wie ihr seht, das Wasser im Glas macht nicht mal den Anschein, als würde es sich irgendwie auch nur in Bewegung setzen. Das Gehäuse ist also optimal isoliert. Wie gesagt, hochwertig verarbeitet sind aber alle Modelle. Daher sind auch für ambitionierte Hörsituationen die LS50 in Kombination beispielsweise mit dem KC62 eine echte Empfehlung. Allerdings solltet ihr hier eine Sache nicht vergessen. Wer später mit den LS50 auf ein noch höheres Audioniveau kommen möchte und gegebenenfalls noch einen KC62 ergänzt, dann die Lautsprecher noch auf Standfüße stellt, der kommt schon fast an den Preis der LS60 heran. Und ich meine, die Dinger haben 4 Tieftöner verbaut, beziehungsweise 4 KC62, also überlegt euch, wo die Reise langfristig hingeht. Wer es hingegen etwas gediegener benötigt, beispielsweise um eine Soundbar gegen echten Stereo-Sound auszutauschen oder einfach Premium-Lautsprecher für den Schreibtisch sucht, den empfehlen wir die LSX2. Auch für diese bekommt ihr natürlich die passenden Ständer, um das Ganze zum Beispiel im Wohnzimmer aufzustellen oder aber auch Füße, um eben Platz auf dem Schreibtisch zu finden. Ich glaube, nicht umsonst ist die LS-Reihe ein echter Erfolg für Kev, denn der Mix aus hochwertigem Sound und eben aktiver Lautsprechertechnik ohne Kabel und Verstärker, das ist für viele halt einfach die eierlegende Wollmilchsau, nach der man lange suchen musste. Aber ich will euch hier von nichts überzeugen, was ihr nicht selbst testen konntet, von daher kommt vorbei in den Audio Select Store nach Dortmund und erlebt die LS-Reihe einfach selbst. In diesem Sinne, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.